Ja, herzlichen Dank für die Begrüßung, herzlichen Dank insbesondere für die freundlichen Einführungsworte. Am allermeisten herzlichen Dank für die Einladung zu dieser schönen Veranstaltung, über die ich mich sehr gefreut habe, über die Veranstaltung wie über die Einladung. Gefreut habe, dass ich daran mitwirken kann, gefreut habe, hier wieder zu sein im blauen Hörsaal, der aber auch gar nichts von seiner anregenden Atmosphäre verloren hat im Umbau. Ich habe hier sehr, sehr gerne gestanden und ich stehe wieder hier sehr, sehr gern. Es ist schön, Sie zu sehen. Begeisterungsfähig, Dankeschön, morgens um 10, vielleicht machbar mit dem Kaffee, den Sie hoffentlich auch in der Hand haben. Fast hätten wir es wieder nicht geschafft, hierher zu kommen. Gott sei Dank hat es geklappt. Begeisterungsfähig, morgens früh, ich sehe es Ihnen nach, wenn es nicht sofort klappt. Trotzdem, wir haben noch ein schönes letztes Thema, um mit dem populären Mittelalter fertig zu werden. Eines, das vielleicht geradezu zu Recht zuletzt stehen soll und auch ein wenig Resümee bieten kann. Ich will, wie es vielleicht die moderne Journalistik jetzt immer mehr macht, mit einem persönlichen Einstieg beginnen. War ich doch kürzlich einmal im Odenwald. Und wer ist mit Gunther Gernot und Gisel her, also jenen Königen aus dem Nibelungenlied, jenem zum Nationalepos stilisierten Epos, es einmal so richtig sich gut gehen lassen will? Wer mit Siegfried, dem unbezwingbaren Drachentöter, mal so richtig die Seele baumeln lassen will? Wer mit Hagen und Kriemhild, die zuletzt noch auf dem Schlachtfeld stehen, um die Wette schwitzen möchte? Ja, der gehe nach Güttersbach im Odenwald. Dort findet sich ein Höhepunkt, mein Höhepunkt, der kommerziellen Ausschlachtung des Nibelungenliedes. Die Nibelungenoase, Blockbohlen, Sauna, Naturbadeteich. Ich mache jetzt keine Werbung, bitte nicht. Die Nibelungenoase fügt sich wunderbar in jene stilsichere Kombinationen, denen man links und rechts des Nibelungensteiges und das tatsächlich eines anspruchsvollen und meines Erachtens gelungenen Wanderweges in Mitteldeutschland, auf dem ich mit Studierenden herzlich willkommen in die weite Welt da draußen kürzlich laufen durfte. Also, was finden wir dort? Nibelungen-Zahnzentrum, Nibelungen-Judo-Club, Nibelungen-Body-Fit, Nibelungen-Apotheke und besonders schlimm, Nibelungen-Kaminöfen. Und wann immer ich dieses Schild sehe, es ist ein bisschen dunkel, ich hoffe, Sie können es erkennen, frage ich mich, ist dem Erfinder eigentlich klar, dass ein Großteil der Nibelungen im Feuer das Leben verliert? Die Nibelungen sind im Odenwald eine feste Größe. Die Nibelungen sind im Odenwald eine feste Größe. Dieser Satz ist vielleicht in zweifacher Hinsicht bemerkenswert. Einerseits kommt der Odenwald nicht wirklich im Nibelungenlied vor, jedenfalls in den meisten Handschriften nicht. Andererseits ist der Text doch bekannt als deutsches Nationalepos und nicht gerade als Odenwälder Provinzgesang. Wie hat es bloß so weit kommen können? Das Nibelungenlied ist das bekannteste deutsche Werk der mittelalterlichen Literatur. Diesen Status verdankt sich der Text nicht etwa ausgedehnter Lektüre oder seiner hohen Literarität, die es tatsächlich hätte, sondern das Lied wurde bekannt wegen seiner eigentümlichen Rezeptionsgeschichte. Was meine ich mit diesem Wort Rezeptionsgeschichte? Damit verbunden ist eine spezifische Forschungsfrage. Die Rezeptionsforschung fragt nicht nach der Entstehung oder der Faktur eines Textes, sondern sie fragt danach, wie ein Text in späteren Zeiten aufgenommen wird. Sie fragt also nicht nach dem Autor, sondern nach einer Leser- oder Leserinnen- oder Lesegeschichte. Und mit dem heutigen Vortrag möchte ich knapp erzählen, welche spannende Geschichte das Nibelungenlied nach seiner Entstehung erfahren hat. Diese Geschichte beginnt früh, denn manchen Zeitgenossen hat offenbar das Ende des Textes gar nicht gefallen. Der Text endet damit, dass die meisten Figuren in einer großen Schlacht ihr Leben verlieren. Es muss wie ein sinnloses Schlachten aufgefasst worden sein, denn schon im 13. Jahrhundert finden wir Spuren einer Umarbeitung des Textes und man hat eine Fortsetzung zu ihm geschrieben. Diese allerersten Rezeptionszeugnisse versuchen, die wirren Ereignisse, die mit
schicksalhafter Notwendigkeit zu einem sinnlosen Tod führen, in einen deutenden Zusammenhang zu stellen. Also die Ursache für diese Katastrophe wird geradezu dem teuflischen Charakter einzelner Figuren zugeschrieben, ja selbst im Mangel an Glauben, dass also zu wenig christlicher Glauben vorhanden wäre, wird ein Grund gesehen für diese epische Schlacht. Und das ist erstaunlich, weil Glaube spielt nun wirklich in diesem gesamten Text kaum eine Rolle. Was man in diesen allerersten Rezeptionszeugen, also in den noch mittelalterlichen Rezeptionszeugnissen fassen kann, ist ein Mechanismus. Und zwar ein Mechanismus, der die gesamte Rezeptionsgeschichte bis in die Gegenwart bestimmt, nämlich Sinnunterstellung. Offenbar konnte man schon in der Zeit des Nibelungenliedes nicht mit der Konstruktion der Geschichte umgehen, sondern musste ihr einen Sinn geben, den der Text nicht enthält. Sinnunterstellung. In den Jahrhunderten nach der Entstehung war das Nibelungenlied dann ausgesprochen beliebt. Man hat Kenntnis von 36 Handschriften und gar einer niederländischen Bearbeitung, noch immer im Mittelalter. Dann wurde das Epos zuletzt bald nach 1500 abgeschrieben und damit endet die mittelalterliche Geschichte des Nibelungenliedes. Die neuzeitliche Geschichte werde ich in 4 Akten erzählen. Ich habe kurze Zwischenfragen. Es hallt hier sehr stark. Ist es zu laut oder hören Sie mich akzeptabel? Ja, weiter so. Gut. Dann wenigstens mit Brille, die ich schon parat gelegt habe. Sonst weiß ich gar nicht so genau, was ich da erzähle. Mein erster Akt. Eine deutsche Ilias. Es war der 29. Juni 1755, als der Lindauer Arzt Jakob Hermann Obreit beim Stöbern in der Bibliothek des Grafen von Hohensolms auf ein altes Büchlein stieß. Es handle sich, berichtet er in einem Brief, um 2 alte, eingebundene, pergamentene Kodizes von altschwäbischen Gedichten, davon der einte, so sagt er, ein aneinanderhangend, weitläufig Heldengedichte zu enthalten scheint, von der burgundischen Königin oder Prinzessin Kriemhild. Aha. Obreit, dessen Namen sie sich nicht zu merken brauchen, legte den Fund einer bedeutenden Persönlichkeit seiner Zeit vor, dessen Namen sie sich allerdings merken sollten, nämlich Johann Jakob Bothme. Bothme ist insbesondere für die Literaturgeschichte von erheblicher Bedeutung. Er war Professor für helvetische Geschichte und Politik in Zürich. Bedeutend ist er, kleine Erinnerungsstütze, weil er eine Gegenposition zu Gottscheds Proklamation der Vernunft einnahm. Er trat für die Einbildungskraft und Fantasie ein. Ja, was man einem Zürcher vor lauter Biermüsli und Nummernkonto gar nicht zutrauen mag. Doch sein Einfluss war riesig. Er stand in Kontakt mit allem, was in der Literaturgeschichte Rang und Namen hat. Und für die heutige Sitzung ist bedeutsam, dass Bothme fasziniert war vom Mittelalter als einer deutschen Vorzeit. Als ihm die Handschrift des Nibelungenliedes zugeschickt wurde, Klammer auf, das ist ein Buch, das 1999 für 25 Millionen Euro verkauft worden ist, also ihm ist es zugeschickt worden, da beurteilte er das Epos mit einem Ausspruch, der kennzeichnend für den Umgang mit dem Werk werden sollte. Er nannte das Nibelungenlied eine Art von Ilias. Das heißt, er beurteilte diesen burgunden Seifenoper aus dem beginnenden 13. Jahrhundert aus dem Lichte eines ästhetisch, formal und inhaltlich deutlich älteren Werks, nämlich der Ilias des griechischen Dichters Homer, die ganz am Anfang der europäischen Literaturgeschichte steht, die einen kleinen Ausschnitt des Trojanischen Krieges erzählt und auf die sich praktisch alle Literaturen aller Zeiten immer wieder bezogen haben. Mit der Verbindung von Antike und Mittelalter im Modell Homers setzte Bothme einen Deutungshorizont, dem man sich in der Folge kaum noch entziehen konnte. Beispielsweise 1786 formulierte der Historiker Johannes von Müller den bemerkenswerten Satz: Der Nibelungenlied könnte die deutsche Ilias werden. Bemerkenswert erscheint mir der Satz, weil eine Vermutung über die Zukunft abgelegt wird. Er sagt ja nicht, das Nibelungenlied ist so groß und schön und toll wie die Ilias, sondern er sagt, der Nibelungenlied könnte die deutsche Ilias werden. Es könnte werden, das heißt, es ist noch nicht so. Es geht ihm folglich nicht um ein Urteil über die Qualität des Werks, sondern um den Stellenwert des Werks bei den Deutschen.
Er deutet an, dass das Werk gleichermaßen identitätsbildend werden könnte, wie es die Ilias bereits war und ist. Das Nibelungenlied ist oder könnte also unser Lied werden. Ja, jetzt könnte man natürlich glauben, derlei Bibliotheksfunde eines Spezialisten würden einfach eine verschrobene Spinnerei unter Germanisten sein und bleiben. Doch denken Sie an die historische Situation. Es gibt zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Germanistik, sondern sie entstand bald nach 1800, sie entstand in dem Geist, Vorzeitkunde zu betreiben, damit eine Nation, die es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gab, eine kulturelle gemeinsame Vergangenheit haben könnte und darin vereinigt werden sollte. Bedenken Sie, Deutschland existierte nicht, sondern bestand aus vielen kleinen Fürstentümern. Ein Beispiel: Der Dichter Friedrich Hölderlin wanderte um 1800, sagen wir auch, an jedem ersten Donnerstag im Monat von Homburg, das ist das heutige Bad Homburg, aber damals noch nicht Kur, sondern Residenzort, also ein eigener kleiner Staat, und er wanderte in die freie Stadt Frankfurt oder kurz davor. Je nach gewähltem Weg passierte er auf diesem Weg zwei oder drei weitere Staaten. Heute braucht die S-Bahn für diese Strecke knapp 20 Minuten und fährt wegen historischer Verwicklung durch ein einziges Bundesland, nämlich Hessen. Das ist einem nicht wirklich klar, wenn man einfach nur die heutigen Verhältnisse berücksichtigt. Die erste Rezeption des Nibelungenliedes erfolgte unter dem Eindruck der Französischen Revolution und der Napoleonischen Kriege gegen Preußen. Dagegen setzte man eine Besinnung auf angeblich deutsche Werte, die man in der Geschichte zu finden glaubte. Angeblich deutsche Werte. Mit anderen Worten, man erfand sich eine einheitliche Nation vor der Nation. In diesem Kontext fand der beispiellose Aufstieg des Nibelungenliedes statt. Die literarische Aneignung ist von der außerliterarischen im Folgenden kaum zu trennen, weil auch das Nibelungenlied und die Nibelungen, der gesamte Stoff, als Vorzeitkunde aufgefasst werden. Ich will es Ihnen an zwei Zitaten vorführen. Bereits deutlich davor, nämlich 1758, formuliert Lessing, dass er darin Züge sieht, die von einem kriegerischen Geiste zeugen, der unsere Vorfahren zu einer Nation von Helden machte. Eine Nation von Helden. Ja, ja, wir alle, Sie auch, nicht? Schön. Man sucht also nach großen Taten in der Vergangenheit des eigenen Volkes und findet sie im Nibelungenlied. Heutige Deutsche werden mit angeblichen Germanen gleichgesetzt, man erkennt in den Nibelungen seine Vorfahren. Mythologie und Historie werden dabei zu einer unbestimmten Vorgeschichte der Nation aufgelöst, wie es etwa ein aus einem anderen Zusammenhang gerissener Satz von Jakob Grimm zeigt. Wir würden nicht über das Geschichtliche im Nibelungenlied, sondern über das Nibelungische in der altdeutschen Geschichte geschrieben haben. Das Nibelungische in uns. Ja. Nun könnten die Erfahrerinnen von Ihnen Einspruch einlegen und sagen, ja Moment mal, halt, das Nibelungenlied ist doch historische Kunde, das beruht doch, geht doch zurück auf historische Ereignisse. Ja, in der Tat wurde es auch im Mittelalter so aufgefasst und in der Tat ist da auch etwas drin, was auf eine Schlacht zurückgeht, die wohl stattgefunden hat. Und der Hunnenkönig Attika ist auch irgendwie involviert, doch. Das, was hier steht, ist ja etwas völlig anderes. Das geht ja noch einen ganz anderen Schritt weiter. Hier geht es ja nicht um die Frage einer vermeintlichen Historizität dieser Taten, sondern es geht um eine Kontinuität von ihnen. Es geht darum, dass es unsere Geschichte wäre. Dahinter steht eine bekannte Gleichung, nämlich Germanen gleich Nibelungen gleich Deutsche. Diese einfache Gleichung, die letztlich auf die Tacitus-Rezeption der Humanisten zurückgeht, bestimmt die Geschichte des Nibelungenliedes in den letzten 250 Jahren. Bis heute sind wir die Helden des Liedes. Das ist freilich nicht nur Quatsch, das ist katastrophaler Quatsch. An der Gleichung ist ungefähr alles falsch, was man sich nur vorstellen kann. Zunächst geht sie von einer einfachen und direkten Kontinuität aus und nach allem, was wir wissen, gab es in den letzten Jahrtausenden in Europa so viele Migrationsbewegungen, dass von direkten Kontinuitäten nicht die Rede sein kann. Ohnehin, die moderne Geschichtswissenschaft tut sich schwer mit dem Begriff des Germanen. In einem einfachen Sinne eines einheitlichen Kulturvolks hat es
diese Germanen wahrscheinlich niemals gegeben. Die waren immer schon eine Fremdkonstruktion sozusagen, eine koloniale Konstruktion, sondern dieser Begriff wurde von außen und im Nachhinein konstruiert, gebastelt. So viel zu meinem ersten Akt. Die Nibelungen begleiten die Geschichte der Deutschen und Deutschlands im 19. Jahrhundert und sie haben einen riesigen Aufstieg. Diese Geschichte der Deutschen und Deutschlands, wie auch des Nibelungenliedes, war alles andere als geradlinig. Beginnen wir zunächst nochmal mit Deutschland. Die zahlreichen republikanischen und antifeudalen Bestrebungen wurden niedergeschlagen. Es folgte Ernüchterung, ein gescheitertes Parlament 1848. Ein gemeinsamer Staat entstand erst 1871, aber nicht als Republik, sondern als Kaiserreich unter dem preußischen König. Es begann die Herrschaft der Pickelhaube. Gleichermaßen ist auch eine Änderung in der Rezeption des Nibelungenliedes erkennbar. Wer sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit Altdeutschen beschäftigte, stand tendenziell einem Geist näher, der in einem bekannten Trinklied formuliert wird, das Heinrich Hoffmann von Fallersleben formuliert hat, nämlich Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja, die wenigsten wissen, dass es als Trinklied konzipiert war. Es sei nicht verschwiegen, dass auch diese Bestrebungen nicht bloß liberal und verbindlich waren. Schon früh kam es zu Ausgrenzungen und Verbrennungen von Büchern Andersdenkender. In der zweiten Jahrhunderthälfte aber haben wir gänzlich andere Bedingungen. Unter dem Eindruck einer veränderten politischen Lage änderte sich auch das Interesse an nationalen Symbolen. Seit 1866 war der Nationalismus nicht mehr Oppositionsbewegung. Im neuen Kaiserreich war das Ziel eines deutschen Nationalstaates erreicht. Besonders im liberalen Bürgertum machte sich ein affirmativer Reichspatriotismus breit. Denkmäler schossen überall aus dem Boden, um an die glorreiche Geschichte zu erinnern. Was hat das Nibelungenlied damit zu tun? Es war schwierig. Schon von Anfang an verlief die Rezeption des Nibelungenliedes nicht so einfach. Ich will zur Illustration noch einmal zurückspringen an den Anfang und ein wunderbares Zitat Ihnen vorstellen von Friedrich II. Der erste Herausgeber, auch ein Müller, schickte die vollständige Ausgabe des Nibelungenliedes an ihn und bekam folgendes Dankesschreiben. Hochgelehrter, lieber, getreuer, Ihr Urteil viel zu vorteilhaft von den Gedichten aus dem 12., 13., 14. Säkule, deren Druck ihr befördert habt und zur Bereicherung der deutschen Sprache so brauchbar haltet. Meiner Einsicht nach sind solche nicht ein Schuss Pulver wert und verdienen nicht aus dem Staub der Vergessenheit gezogen zu werden. In meiner Büchersammlung wenigstens würde ich das elendiges Zeug nicht dulden, sondern herausschmeißen. Das mir davon eingesandte Exemplar mag der sein Schicksal in der dortigen Bibliothek abwarten. Viele Nachen verspricht aber solchem nicht euer sonst gnädiger König Friedrich II. Diese Art von Abwertung begleitet das Nibelungenlied ständig. Man wollte und konnte darin keine Geschichte einer großen Nation sehen. Machen wir also eine kleine Unterbrechung, um das in seiner Gänze zu verstehen. Worum geht es eigentlich im Nibelungenlied? Ich gebe Ihnen den Inhalt in aller Kürze wieder. Im Hof in Worms leben viele bedeutende Helden und sie brauchen sich um Himmels Willen all diese Namen hier, der Tankwart und der Küchenmeister, die brauchen sie sich nicht zu merken. Für die Rezeption relevant sind eigentlich nur vier von ihnen, Kriemhild, Hagen, Siegfried und Brünhild. Kriemhild und Hagen, Kriemhild ist die Schwester des Königs und herausgehobener Vasall, Gunther dagegen, der eigentliche König, der ist schwach. Hinzu kommen eben andere Figuren, die wichtig sind, hier in zwei, Siegfried, der aus Xanten kommt und Brünhild aus Island, also die unabhängig von dem Wormser Hof sind. Die Handlung setzt ein, hier kurze Stichpunkte dazu, mit der Ankunft Siegfrieds am Hof der Burgunden zu Worms. Nur der welterfahrene Hagen von Tronje erkennt in ihm jenen berühmten Helden, der im Drachenblut gebadet hat und den sagenhaften Nibelungenhort mitsamt dem Mantel der unsichtbaren Macht jener berühmten Tarnkappe erbeutet hat. Alle anderen sagen, kennen wir nicht. Hagen aber kennt sie alle. Siegfried schließt mit König Gunther eine Vereinbarung. Er darf dessen Schwester Kriemhild heiraten, wenn er Gunther hilft, die außergewöhnlich starke Brünhild von Island als Frau zu gewinnen. Das ist ein durchaus gefährliches Vorhaben, denn wer im Wettkampf versagt, verliert dabei seinen Kopf. In Island aber lässt Siegfried
Brünhild glauben, er sei ein Vasall Gunthers, obschon beide rechtlich eigentlich gleichgestellt sind. Gunther fordert Brünhild heraus und gewinnt nur deshalb, weil Siegfried unter dieser Tarnkappe steckt und ihm hilft. Die Gesellschaft kehrt mit der eroberten Brünhild nach Worms zurück und man feiert Doppelhochzeit. Brünhild aber ist fassungslos darüber, dass ihre Schwägerin Kriemhild den vermeintlichen Untertan Siegfried geheiratet hat. Sie bricht vor aller Augen in Tränen aus und verweigert Gunther die Hochzeitsnacht. Sind Sie noch dabei bei dieser Seifenoper? Das ist unglaublich, nicht? Diese Verwicklung, die letztlich fast schon egal erscheint. Am nächsten Tag bittet Gunther also Siegfried wieder um Hilfe. Wieder kommt der Tarnmantel zum Einsatz. In der Nacht schleicht sich Siegfried in das königliche Schlafgemach, ringt Brünhild mit Mühe und Not nieder, bis Gunther sie vergewaltigt hat. Brünhild verliert durch die Entjungferung all ihre Stärke. Siegfried und Kriemhild ziehen sich nach Xanten zurück. Jetzt kommt die Handlung eigentlich wirklich in Gang. Als Siegfried und Kriemhild Jahre später nach Worms zurückkehren, streiten sich die beiden Königinnen über den Vorrang ihrer Gatten. Der Streit eskaliert in aller Öffentlichkeit. Die eine will vor der anderen in den Wormser Dom hinein, weil sie sich höher gestellt glaubt. Doch Kriemhild streitet die Forderung ab. Nicht Gunther, so behauptet Kriemhild, sondern Siegfried habe sie entjungfert. Brünhild sei bloß die Nebenfrau ihres Gemahls. Triumphierend zieht sie in den Rom ein. Brünhild ist öffentlich gedemütigt und weint. Öffentliches Weinen, öffentliche Kommunikation, ganz schlimm. Hagen ist entschlossen, die Schmähung seiner Königin zu rächen. Mit einer List gelingt es ihm, Kriemhild das Geheimnis über die einzige Stelle zu entlocken, an der Siegfried verwundbar ist. Altes episches Motiv, denken Sie an Achill, der auch nur an einer Stelle verwundbar ist. Er, als er im Drachenblut badete, fiel ein kleines Lindenblatt zwischen seine Schulterblätter. Als sich Siegfried beim nächsten Jagdausflug über eine Quelle beugt, rammt ihm Hagen ein Speer in die verwundbare Stelle. Siegfried schlägt noch todwund, stärker als jeder andere um sich und stirbt seinen Heldentod außerhalb des Schlachtfelds. Zu Hause behauptet man, Räuber hätten ihn erschlagen, doch die Wunden der Leiche beginnen wieder zu bluten. Als Hagen an der Totenbahre vorbeigeht und geben dadurch den Mörder zu erkennen. Kriemhild bleibt jahrelang als Witwe in Worms und spricht weder mit Gunther noch mit Hagen. Der aber erkennt die Gefahr, die ihr Reichtum darstellt, nämlich der Nibelungenschatz, raubt ihr diesen Hort und versenkt ihn im Rhein. Jahre später setzt die Handlung wieder ein. Der König Etzel, eben dieser historische Attila, auf den es zurückgeht, schickt seine Boten, um die Hand der Witwe Kriemhild anzuhalten. Diese heiratet ihn und bekommt einen weiteren Sohn. Nach weiteren 13 Jahren lädt sie ihre Verwandten an den Hof Königs Etzel. Die Burgunden brechen zu einer Reise in den Osten auf. Dort treffen sie ein und es kommt sofort zur öffentlichen Anklage. Noch vor der offiziellen Begrüßung will Kriemhild Hagen töten lassen, der sich seinerseits offen zum Mord bekennt. Tags darauf befiehlt Kriemhild unzähligen Burgunden zu töten, während sich die Könige beim Festmahl in Etzels Halle befinden. Als sie vom Blutbad erfahren, führt Hagen eine Eskalation herbei. Er enthauptet den Sohn von Etzel und Kriemhild und damit sind die Burgunden außer Recht gesetzt. Etzel und seine Leute ziehen sich in die Halle zurück. In immer neuen Angriffswellen sterben unzählige Hunnen, bis Kriemhild das Gebäude, in dem sich ihre Verwandten befinden, in Brand setzen lässt. Die Burgunden leiden unter der Hitze und löschen ihren Durst mit dem Blut der Getöteten. Erst als der allen überlegene Held Dietrich von Bern eingreift, kann er sie gefangen nehmen. Er holt die letzten Überlebenden aus dem Inferno und es kommt zum Showdown, bei dem Kriemhild von Hagen den Nibelungenhort zurückfordert. Dass er sich weigert zu sagen, wo der Schatz sich befindet, erschlägt sie ihn mit Siegfrieds Schwert, Balmung und wird ihrerseits von Hildebrand, also einem Untergebenen Dietrichs, getötet. Das haben wir jetzt alles verstanden. Nein, das war natürlich der Effekt, dass sie da einerseits ein paar Dinge mitnehmen, aber vor allem in Verwirrung geraten. Sie erkennen das Problem. Was bloß anfangen mit dieser Familiensaga? Die Seifenoper vom Mittelrhein. Die hat nichts mit der großen deutschen Nation zu tun, nicht? Sie haben noch die Worte Friedrichs II. Im Ohr, das hier ist doch kein Schuss Pulver wert. Das heißt, selbst aus der Sicht eines imperialistisch-militaristischen Komplexes ist es ein unbrauchbarer Text.
Diese Abwertung finden wir bis heute, Abwertung im Übrigen, die allermeist genauso textfern erfolgt wie die Überhöhung. Und die Überhöhung, die uns jetzt auch weiter beschäftigen soll, die Überhöhung, für die fand man tatsächlich einen Ausweg aus der Misere dieser verworrenen Handlung. Man suchte nämlich die Größe der Handlung nicht mehr in der Handlung, sondern in der Vorbildlichkeit der Figuren. Der Moral also, Klammer auf, freilich, ohne zu beachten, dass auch alles andere als klar ist, was daran moralisch vorbildlich sein soll oder welche Moral sie da eigentlich handelt, insbesondere die Bewertung der Figuren, variiert in der Rezeptionsgeschichte. Ich möchte zwei Aspekte herausgreifen, die diese Durchsetzung des Nibelungenliedes charakterisieren. Monumentalisierung stand schon dran und Popularisierung, also das, was sie das ganze Semester durch begleitet. Die Durchsetzung erfolgte ganz im Geist der Zeit in der Form von Denkmälern geradezu. Das heißt, wir haben Kunstwerke, die das Nibelungenlied zum monumentalen Klassiker deutscher Größe stilisieren. In der Regel nicht kleine spielerische Texte oder dergleichen. Auf diesem sekundären Weg wird das Nibelungenlied vor allem rezipiert. Nicht direkt. Und genauer gesagt wird auch nicht das Nibelungenlied, sondern eher der Nibelungenstoff rezipiert. Es wird also insofern popularisiert, als es in vielfältiger Weise Beachtung findet in sekundärer Rezeption. Ich will vier Werke herausgreifen, mit denen Sie auch tatsächlich die wichtigsten vier Rezeptionszeugnisse haben. Es ist immer ein wenig schwierig, so Wertungen vorzunehmen, das Wichtigste, das Bedeutendste, aber das sind schon die vier, die, sagen wir, am meisten prägten. Karl Simrock legte die für viele Generationen gültige Übersetzung vor. Noch heute können Sie sie im Billigbuchhandel, als es noch Bahnhofsbuchläden gab, kaufen. Sie hat den Rezipienten nicht nur den Text näher gebracht, sondern vor allem hat diese Übersetzung von Simrock ein bestimmtes Bild geschaffen, das ich Ihnen ganz knapp skizzieren möchte. Wo der Text sagt, der minniglichen Mäde trüten Wolge zahme ein ermurte Kürne Recken, niemen, was ihr Gram, einemaßen Schöne, so was ihr erliebt, der Jungfrau und Turgelizierten allen in der Rewieb. Das ist die dritte Strophe. Es geht um die Beschreibung Kriemhilds nach der berühmten Eingangsstrophe. Uns ist in alten Mähren, zweite Strophe, es wuchs in Burgon, ein viel edel Magedin, ist das die weitere Beschreibung der Kriemhild. Was macht unser Simrock daraus? Die minnigliche Lieben brachte nimmer Scham, kühner Rittersleuten. Niemand war ihr Gram, schön ohne Maßen war ihr Edelleib. Der Jungfrau-Tugend zierte wohl jedes andere Weib. Da wären wir gleich in der Frage, würden die Mittelhochdeutsch 1 bestehen? Natürlich nicht. Alle falschen Freunde. Nein, das war ganz dezidiert, bewusstermaßen so gedacht, dass gar nicht so sehr Neuhochdeutsch, sondern irgendwo eine Mischsprache entstand zwischen Mittelhochdeutsch und Neuhochdeutsch. Das zurückführte zu dem alten Wortlaut, ein paar bisschen entstaubt, aber vor allem wieder meierisiert, vor allem in eine Weise gebracht, die just diesem Zeitgeist passt. Hinter dieser Wortwahl steht eine Interpretation des Nibelungenliedes, in dem alles so ein bisschen possierlich ist. Also eben hier die minnigliche, ja, der Jungfrau Tugend zierte. Nehmen wir die aktuell neueste Übersetzung dazu und Sie sehen einen komplett anderen Text. Das schöne Mädchen hatte es verdient, geliebt zu werden. Ach, sie ist gar nicht minniglich, sie ist einfach schön. Okay, im Herzen kühner Recken, niemand war ihr Feind. Schön, über alle Maßen schön war die Hochgeborene. Ihr edel Leib, ne? Ganz andere Sache. Die Vorzüge der jungen Fürstin hätten auch andere Frauen geziert. Die Vorzüge der jungen Fürstin, hier wird ihre Adligkeit herausgestellt. Das ist das, was der Text des Nibelungenliedes macht. Die Jungfrau ist nicht eine Jungfrau, das ist eine adlige Dame, sie ist jung noch dazu, ist vielleicht eine Prinzessin, ohne die Konnotationen, die wir heute dabei haben. Die Popularisierung des Nibelungenliedes erfolgte also, indem das Epos aus dem 13. Jahrhundert in das 19. Jahrhundert überführt und in den engen Geist des Bürgertums reformuliert wurde, in die Ideologie des Biedermeiers. Das trifft gewissermaßen auch auf die anderen beiden bedeutenden Rezeptionszeugnisse des 19. Jahrhunderts hin, die aber ganz andere eigene Rezeption hatten. Über Wagner hörten Sie ja schon letzte Woche und Hebbel will ich gar nicht so ausführlich machen. Beide Werke, Hebbel wie Wagner, zeigen ähnliche Züge.
Die beiden großen dramatischen Umsetzungen der Zeit, eine für die Bühne, das andere für das Opernhaus, beide werden sie bis heute kontinuierlich gespielt. Sie sind sich gewissermaßen in dem Zugang zum Ganzen so ähnlich, dass es guten Grund gibt, dass die beiden Autoren sich nicht ausstehen konnten. Aber beide Werke haben große Bedeutung erlangt. Wagner mehr als Hebbel, wenn auch der Ruhm beider nie ungeteilt war. Ungeteilt heißt einfach, beide schufen so zähe Schinken, dass die sprachlich derart verstiegen daherkommen, dass sie neben der Begeisterung der Zeitgenossen rasch auch deren Spott auf sich zogen. Beide sind so groß angelegt, dass sie über mehrere Tage gespielt werden müssten, was heutige Theater und Opern regelmäßig vor Herausforderungen stellt. Dieser Umfang ist nicht bloß der Gigantomanie oder abermaligen Monumentalisierung geschuldet, sondern kommt aus dem Versuch beider, Hebbels wie Wagner, antike Theaterformen in die Neuzeit zu übertragen. Bekannt ist etwa Wagners Anspruch, dem Orchester die Funktion des antiken Chors in der Tragödie zu übertragen. Das heißt, das Orchester kommentiert das Bühnengeschehen, kann es geradezu auch unterlaufen. Für unseren Zusammenhang bedeutender ist der Umgang beider mit der Vorlage. Beide griffen auf weitere Quellen zurück als nur das Nibelungenlied. Das ist bemerkenswert bei Hebbel, der für sich selbst den Anspruch formulierte, bloß der Dolmetscher zu sein, aber beide griffen sie auf die sogenannte nordische Überlieferung zurück, weit mehr Wagner noch. Wir finden nämlich den Nibelungenstoff auch im Umkreis der skandinavischen Dichtung, also etwa in der Edda oder in der Völsungasaga. Dort werden die Geschichten teils anders erzählt, aber durchaus nicht ursprünglicher oder, wie man vielleicht manchmal glaubte, als Teil einer germanischen Mythologie, einer ursprünglichen Mythologie. Das ist genauso Unsinn. Für die Theaterdichtungen griffen aber beide darauf zurück und ermöglichten sich selbst damit einen ganz einfachen Kniff, denn sie reagierten damit auf bestimmte Eigenheiten des Nibelungenliedes, die für die Rezeption sehr entscheidend sind. Dieser mittelhochdeutsche Text zeigt gewisse Inkonsequenzen, Brüche, Konstruktionen, die der Form der Heldenepik geschuldet sind. Sie gehören quasi zur Gattung. Dazu gehört, dass die Figuren seltsam unnahbar sind. Man versteht nicht so richtig, warum sie eigentlich was machen. Sie tun es einfach und scheinen wie von der Handlung getragen. Das funktioniert nicht auf der Bühne, jedenfalls nicht in dieser noch nicht postdramatischen Bühne. Also wenn man nicht spielerisch mit dem Text umgeht, das funktioniert nicht in weiten Teilen der modernen Literatur, jedenfalls nicht im 19. Jahrhundert. Man will schon eigentlich ganz gerne wissen, warum Kriemhild ihren Bruder ermordet. So ganz genau erfährt man es nicht aus dem Text. Der Theatergänger möchte aber am Ende nicht ahnungslos aus der Bühne herauskommen. Durch den Rückgriff auf andere Texte aus dem weiteren Sagenkreis wird das Geschehen des Nibelungenlieds mit einer gewissen Motivierung ausgestattet, was abermals Sinnunterstellung bedeutet, was uns wieder begegnet und sich durch die Geschichte durchzieht. Spannend bei beiden ist der geschichtsphilosophische Überbau. Indem beide auf Texte der nordischen Literatur zurückgreifen, tun sie ja genau so, als ob es ein gemeingermanisches Altertum gegeben habe, also eine gemeingermanische Kultur, die sich in solchen Texten niederschlägt. Wie gesagt, davon sind wir heutzutage abgekommen, auch wenn es damals üblich war, dass der Einigungsgedanke in der Geschichte weiter betrieben wird. In zahlreichen Texten finden wir einen Übertragungsmodus, der im 19. Jahrhundert üblich war. Also so etwas, wie wir es bei Uhland finden, nicht? Siegfried ist Deutschland. Er tut quasi nicht nur die Taten des Deutschen, vorbildlichen Deutschen, er ist geradezu Deutschland. Just diese Art der Übertragung, sagen wir der populären Übertragung des Stoffes, die finden wir just bei Hebbel und Wagner nicht. Das übersteigen sie dann schon. Bei Hebbel entsteht vielmehr ein unfassbar krudes Geschichtssystem mit Anleihen aus der seinerzeit viel diskutierten Geschichtsphilosophie. Er sieht die Figuren der Geschichte als Repräsentanten von Entwicklungsstufen der Menschheit. Also die Katastrophe leitet dann die nächste Epoche der Menschheitsgeschichte ein. Ich habe mich im Rahmen meiner Magisterarbeit seinerzeit ad nauseam mit diesem Text auseinandergesetzt. Und es kommt selten vor, dass ich sage, ach, lassen Sie es bleiben. Den Text müssen Sie nicht unbedingt gelesen haben. Nutzen Sie Ihre rare Zeit, die 3000 Bücher, die Sie in Ihrem Leben lesen können, lieber für ein gutes Buch. Zurück zu Hebbel. Diese Idee, diese geschichtsphilosophische Idee ist nicht wirklich national oder teutonisch angelegt, konnte aber in dieser Zeit
1861 gar nicht anders wahrgenommen werden. Das fügte sich in die nationale Besinnung der Nibelungen ein. Für heute ist dieser Text vor allem deswegen wichtig, weil er ganz simpel rechtefrei ist. Dieses oder jenes Stadttheater sucht mal wieder nach einer Möglichkeit, den Klassiker zu spielen. Und wen nehmen sie? Sie nehmen Hebbel. Wir finden also bis heute hin, bis zur Gegenwart, rauf und runter Hebbel in der Bühne, obwohl ich Ihnen gerade davon abgeraten habe. Bemerkenswert. Und obwohl das auch vielleicht schon mal vorweg quasi jedes Jahr ein neues Nibelungendrama geschrieben wird, selbst heute noch im Jahr 2023. Anderes haben wir zu sagen über die kulturgeschichtliche Bedeutung Richard Wagners, von der Sie ja letzte Woche schon ein wenig erfahren haben, da haben wir sogar eine Folie dazu. So, ich muss zugeben, dass ich mit ihm wenig anfangen kann, also zu den Anti-Wagnerianern, wenn man so will, zählen kann, aber wir kommen nicht drum herum, ihn zur Kenntnis zu nehmen. Dafür ist er einfach zu bedeutend. Er ist sicherlich, was die Popularisierung des deutschen Altertums angeht, derjenige, der am meisten dafür getan hat. Seine Opern greifen vielfach auf Stoffe der mittelalterlichen deutschen Literatur zurück, verzerren sie aber bis zur Unkenntlichkeit. Wagner stand anfangs dem Kommunismus und der 48er Revolution nahe, wusste aber auch mit den Mächtigen umzugehen und endete als Protégé des Bayernkönigs Ludwigs II. Von Bayern, Sie wissen schon, der mit Neuschwanstein, ließ sich ein Opernhaus bauen, das nur seine Stücke spielen sollte und das mit dem vollständigen Ring 1876 eröffnet wurde. Halb Europa pilgerte fortan jeden Sommer in die fränkische Provinz und tut es bis heute. Wagner machte musikgeschichtlich nichts Außergewöhnliches, aber war einmalig darin, sich selbst Bedeutung zuzuschreiben. Zahlreiche Nachahmer komponierten in seinem Stil und brachten ihrerseits mittelalterliche Stoffe auf die Bühne. Ich hörte, Sie hörten noch nichts von ihm. Ich glaube, wir müssen ein Stück von ihm hören, um einfach eine Idee zu bekommen, was ich meine mit Monumentalisierung, um welchen Stil es da geht. Ich sage mal erstmal nichts dazu, genau. Hoffen wir einfach, dass es funktioniert. Thank you.
ist halt das Problem, sie fangen dann an zu singen, nicht? Den Text haben Sie in der letzten Woche gehört. Das ist dieses merkwürdig schräge Vaya la Vaya. Und dennoch, ich glaube, Sie haben den Effekt festgestellt, wie schwer man sich dem entziehen kann. Musikgeschichtlich nichts absolut ungewöhnlich, nichts außergewöhnlich. Aber stellen Sie vor, Sie fahren extra nach Bayreuth, da irgendwo in der Provinz. Dann haben Sie ein Theater, was mit Holzbänken ausgestaltet worden ist, damit man nicht einschläft während der Aufführung. Bei einer Institution, die ursprünglich aus dem Reden herausgekommen ist. Ursprünglich im Barock war es so, dass man sich unterhalten hat bei Musik. Hier darf man nicht mehr reden. Wenn man zu spät kommt, bleibt man draußen. Die Tür wird zugemacht, man kommt nicht mehr rein. Und das Orchester sieht man noch nicht. Das ist wie modernes Fernsehen eigentlich nicht. Das ist unter so einem Deckel angebracht. Das heißt, es hatte wirklich das Zeug dazu, dass man glaubte, etwas ganz Besonderem beizuwohnen. Und das war direkt verbunden mit unserem Nibelungenlied. Deswegen das Besondere. Ich glaube, das ist nur möglich, wenn man jetzt diesen langen Abschnitt einmal sich auf sich einwirken lässt. Der philosophische Überbau Wagners ist ungleich komplexer und muss uns nicht sonderlich interessieren. Manche würden sagen, er ist noch verstiegener oder wirrer. So ist der Ring verschiedentlich ausgelegt worden, zum Beispiel als Beschwörung des arischen Herrenmenschen oder als, ganz im Gegenteil, die Allegorie des kapitalistischen Staates oder ganz anders als tiefenpsychologische Darstellung der zeitlosen Natur des Menschen und so weiter und so weiter. Eher kryptisch, eben auch nicht so ganz leicht zugänglich. Fortan ist dem Stoff ein gedanklicher Tiefgang mitgegeben, der bis heute reicht. Die Nibelungen müssen irgendetwas bedeuten. Übrigens ganz anders, als man es bei der Fantasy sehen würde, die nichts bedeuten dürfen. Ja, das ist nichts als einfach das bloße Erzählen. Bemerkenswert an diesen Auslegungen ist, dass der Ring offenkundig, wie Hebbels Stück, gleichermaßen nicht auf direkte Übertragung angelegt ist. Aber genau das ist bei beiden dann passiert. Also nicht eben, was ich vorhin sagte, Siegfried Deutschland, sondern irgendetwas könnte Kapitalismus sein oder auch nicht. Aber genau das ist passiert, und zwar schon ganz früh. Hier haben wir ein Bild aus der Bayreuther Aufführung. Gegen Wagners Willen wurden die Schauspieler als Germanen verkleidet und mit solchen Accessoires versehen. Oder jedenfalls das, was man davon hält. Denn dieser Flügelherr, ja, erinnert sich vielleicht an Asterix oder an Gauloise, ist eine Erfindung eines Bühnenbildners. Gab es überhaupt nicht. Keine historischen Zeugnisse dafür. Aber fortan ist er überall, dieser Flügelhelm. Immer Hagen trägt einen Flügelhelm. Hier ist es zwar nicht Hagen, sondern Wotan, aber den finden wir ganz gängig. Bis hin zu, sagen wir mal, Nibelungen bei Donald Duck. Sofort der Flügelhelm dabei. Ich glaube, Daniel Düsentrieb trägt ihn oder so. Man könnte das auch anders sehen. Also die Wirkungsgeschichte von Wagner zu sehen, das wäre ein eigener Vortrag. Wenn Sie mal sich durch YouTube klicken wollen, können Sie zum Beispiel sehen, wo der Walkenkürenritt überall aufgeführt oder aufgenommen worden ist. Berühmte Szene der Wochenschau, Angriff auf Kreta und dann wird im Hintergrund das abgespielt, natürlich dann übertragen bei Coppolas Apocalypse Now, der Angriff in Vietnam. Und im Hintergrund, was haben wir? Wagners Walkenkürenritt, die Nibelungen in Vietnam. Ich mache jetzt einen größeren Sprung und gehe zurück auf meine Übersicht, die ich hier hatte, dort in den Rezessionszeugen, und gehe jetzt hier direkt weiter zu meinem dritten Punkt, Isolierung, komme also in die erste Nachkriegszeit, Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Es fehlt nämlich noch das letzte Stück der bedeutenden Zeugnisse, und das ist ein Stummfilm, Zweiteiler, der in seinen gigantischen Ausmaßen den Monumenten der Kaiserzeit in nichts nachsteht. Er führt uns in die Germanenbegeisterung der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in die Salons der 20er Jahre. Denn die Übertragung der Zeit findet sich bei ihm jetzt nun tatsächlich vollends prominent. Es beginnt mit dem Zwischentitel »Dem deutschen Volke zu eigen«. Das ist faszinierend, nicht? Wie oft haben Sie Widmungen in Filmen gesehen? Dieser ist gewidmet und dann auch noch dem deutschen Volke. Es ist ein faszinierender Film, wunderschön gestaltet. Ich werde hier im Hintergrund, weil ich jetzt gar nicht mehr Zeit habe, groß mit Ihnen darauf einzugehen, ist einfach ablaufender. Oh, das ist ja laut, 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 laut. Das brauchen wir nicht so laut. So. Das einfach abspielen lassen, damit Sie einen Eindruck davon bekommen, wie schön und wie komplex dieser Film gebastelt worden ist. Sie sehen natürlich diese wunderbaren, na, Sie sehen es leider gar nicht, es ist viel zu dunkel, das kann man auch nicht heller einstellen da oben. Ne?
Was Sie jetzt sehen würden, ist nicht nur irgendwie Schemen, sondern die haben auf ihren Rücken so richtig Ornamente des Jugendstils oder Art Deco, genauso wie Sie es erahnen können auf dem Fußboden. Das hat also nichts von einer mittelalterlichen Burg oder mittelalterlichen Kleidung an sich. Worum es mir aber eigentlich eher geht, ist Ihnen einen Eindruck zu geben, selbst für eingefleischte Stummfilmfans, und ich bin nun weiß Gott einer, ist es hart zu ertragen. Diese Szene geht etwa 2-3 Minuten und es passiert nichts anderes, als dass Menschen vorübergehen. Was die Dumpfheit, die Traurigkeit am Hof in Worms zeigen soll gegenüber der Fröhlichkeit, Lebendigkeit da draußen, der Film beginnt eigentlich bei Siegfried, beim Schmied Mime. Und hier haben wir nur ganz lang den Wormser Hof vorgeführt. Fällt mir schwer zu schauen, wenn nicht gerade Studierende mich dazu bringen. Während Corona haben wir uns das gemeinsam verteilt, jeder bei sich zu Hause mit einer Flasche Bier in der Hand angeschaut. Und nach 2,5 Stunden sagten die Studierenden, und jetzt kommt der zweite Teil. Ich sagte, ihr seid verrückt, ohne mich. Wir trafen uns dann 2 Wochen später und es war herrlich. Besonders die Kommentare der Studierenden im Chat dazu waren göttlich. Die Drehbuchautorin Thea von Harbou sah in dem Stoff ein Hohelied von bedingungsloser Treue. Und tatsächlich wird in den eingeblendeten Zwischentiteln besonders die Treue betont. Gunther hindert Hagen, sich für die Burgunden auszuliefern mit den Worten: Treue, die am Eisen nicht zerbrach, schmilzt auch nicht im Feuer, Hagen, Tronje. Ach, gemeißelte Worte. An anderer Stelle wird die Treue als Teil einer deutschen Seele beschrieben, die ein König Etzel einfach nicht verstehen könne. Was hat es mit dieser Treue auf sich? Die Treue, die Nibelungentreue, ist seinerzeit geradezu sprichwörtlich geworden. Am markantesten findet sie sich in der Beschwörung der Nibelungentreue. Die Nibelungentreue in einer Rede, die Hermann Göring am 30. Januar 1943 anlässlich der Schlacht von Stalingrad vorgetragen hat. Auch daraus möchte ich Ihnen einen kurzen Abschnitt vorspielen, weil sie ganz zentral ist für die Rezeption. Plötzlicher Wechsel, ne? Von der Schlacht, plötzlich sind wir in den Nibelungen. In Klammern, wie wir auch kämpfen. Dieser Bruch ist grandios, nicht? Wo ist der Zusammenhang? Wo ist der Zusammenhang? Huch, das scheint ja fast schon Gegenwartsdiskussion. Ein wunderbares Gefühl.
Ich habe in der Vorbereitung dieses Vortrags zum ersten Mal vollständig angehört. Das ist nicht ganz leicht gewesen, da ranzukommen, aber auf die heutigen Faschisten des Verlass, dass sie ihre Dateien dann im Netz schon irgendwo ausbreiten. Ich kannte, wie in der Regel es in der Nibelungenforschung gemacht wird, nur diese kurze Zitate. Das sagt eigentlich auch schon alles. Aber dann hörte ich diesen Nachsatz. Und das ist der höhere Sinn. Ja, unser Sterben hier in Stalingrad, unser ist gut, ne, war ja woanders, aber das Sterben in Stalingrad, das dann plötzlich als völkisches Sterben angesehen wird, hat einen höheren Sinn, hat einen Sinn in der Weltgeschichte. Alles mit den Nibelungen konstruiert. Wie kann das sein? Das Nibelungenlied verfügt über eine eindrückliche Bildersprache. Wir haben immer wieder Szenen im Text, die im Gedächtnis bleiben. Der Streit auf der Domtreppe, die Ermordung Siegfrieds oder eben die Nibelungen in der brennenden Halle. Sie haben den besonderen Modus der Nibelungenrezeption ermöglicht. Man reißt isoliert einzelne Szenen heraus und gibt ihnen eine Interpretation, entwickelt aus diesen einzelnen Szenen eine Interpretation, die überhaupt nichts mehr mit dem übrigen Werk zu tun hat. Einzelne, besonders eindrucksvolle Szenen und Bilder werden aus dem Kontext herausgerissen, bestehen dann wie losgelöst von ihrer ursprünglichen Einbettung fort und können sich möglicherweise auch widersprechen. Das zweite große Bild ist das von der dem Dolchstoß, also das dem genau gegenübersteht. Das Wort von der Nibelungentreue stammt ja nicht von Göring, sondern vermutlich Jahre vorher schon geprägt worden. Und beides haben wir schon in den 20er Jahren vorhanden. Beim Dolchstoß kam gegen Ende des Ersten Weltkrieges der Irrglaube auf, die deutsche Armee sei nicht militärisch unterlegen gewesen. Die haben gar nicht verloren, sondern angebliche Verräter aus den eigenen Reihen haben sie hinterrücks ermordet, zum Beispiel die Sozialdemokraten. Das geht als Dolchstoßlegende in den politischen Diskurs ein. Das Bild des Hinterrückserdolchten verband sich auf unbestimmte Weise mit Hagens Speerwurf. Da kommt ja gar kein Dolch drin vor im Nibelungenlied. Man identifizierte sich also mit Siegfried, während Hagen negativ besetzt wurde. Ne? Hagen einmal positiv, Hagen einmal negativ, egal, beides können wir nehmen. Das ist Nibelungenrezeption. Übrigens, Putin sprach am 24. Juni anlässlich des Wagner-Aufstandes, einer Gruppierung, die, wenn ich es richtig verstanden habe, sich daher verdankt, dass Wagner der Lieblingskomponist Hitlers gewesen sein soll. Putin sagte also, darum sind Handlungen, die unsere Einheit zersplittern, eine Abweichung von unserem Volk, von Kameraden, die jetzt an der Front kämpfen, das ist ein Schlag in den Rücken unseres Landes und unseres Volkes. So ein Schlag wurde Russland 1917 versetzt, als das Land den Ersten Weltkrieg führte, doch der Sieg wurde ihr geraubt. In der deutschen Presse gelegentlich mit Dolchstoß oder Stoß in den Rücken oder Erdolch in den Rücken übersetzt. Ob er es absichtlich gemacht hat, weiß ich nicht, aber ich fand es sehr unheimlich und sehr aktuell in der Vorbereitung darauf. In der gleichzeitigen Lebendigkeit beider Begriffe zeigt sich die Widersprüchlichkeit. Der Nibelungenrezeption in Hagen wird einmal vorbildlich und einmal als Verräter verstanden, als abschreckend und als vorbildlich. Kommen wir noch zum vierten Teil, ich muss ein wenig mich sputen, Rezeption der Rezeptionsgeschichte, was mir aber besonders wichtig ist. Spätestens nach 45 war das Nibelungenlied fest mit seiner Rezeptionsgeschichte verbunden. Das Werk ist nicht mehr ein beliebiges Werk aus dem Mittelalter, sondern trotz geringer Kenntnis, es ist bekannt. Ich würde mal schwer davon ausgehen, der Name sagt Ihnen vorher schon etwas, auch wenn Sie es nicht gelesen haben, auch schon vor dem Studium. Nach 45 erfolgte nicht ein eigentlicher Bruch, sondern der Status in der Nachkriegszeit und bis heute ist nur das folgerichtige Resultat. Das Nibelungenlied ist ein Klassiker, mit dem man sich schwer tut. Es erfolgt weiterhin die Isolierung von Bestandteilen, die man gar nicht so genau kennt. Ich habe in den vorangehenden Minuten bestimmte Werke herausgegriffen. Das verstellt den Blick darauf, dass es unzählige Schriftsteller, Komponisten, Bildhauer, Maler gab, mediokre meistens, deren Werke aber nicht bloß in einem künstlerischen Bereich blieben, sondern ein Sprachspiel etablierten. Gleiches ist auch nach 45 festzustellen. Wir haben zwei Filme oder Filmreihen sogar, diverse Romane, auch Fantasy-Romane, aber das ist eher die Ausnahme. Netflix steht noch aus, vielleicht können Sie das Drehbuch dafür liefern, aber vor allem Theater, Theater, Theater. Zuletzt hat noch Felicitas Hoppe einen schwer zugänglichen Text vorgelegt, über den ich nicht sprechen will, der ist alles andere als populär. In alles in allem überragt eigentlich kein Werk mehr
nicht mehr in der Größenordnung, die wir vorher hatten. Nichts, was Sie unbedingt kennen sollten. Im Einzelnen lohnt sich die Lektüre aber in jedem Fall, sagen wir, mehr als bei Hebbel. Nach 1945 setzte sich die Nibelungenrezeption vor allem in Deutschland mit der jüngeren Gegenwartsgeschichte auseinander, mit der Zeitgeschichte auseinander, nicht mehr mit der Germanengeschichte. Deswegen Rezeption der Rezeptionsgeschichte. Ich möchte mich konzentrieren auf die Nibelungen auf der Bühne, was besonders seit den 1980er Jahren wieder ein Thema ist. Die Dramatisierung des Textes ist aber von jeher ein Thema gewesen, von Anfang an. Es ist mit mehr als 150 Stücken der meist dramatisierte Stoff der deutschen Literatur. Dass aber eben Theaterstücke und nicht etwa Romane entstehen, hat vermutlich damit zu tun, dass der Stoff noch immer verbunden ist mit der kollektiven Rezeption. Also ob man zur Nation oder zum Volk wird, indem man das Ätzelgemetzel sich gemeinsam anschaut. Ein gutes Beispiel für die Art der Rezeption bietet der DDR-Schriftsteller Heiner Müller. Er verfasst kein eigenes Theaterstück mehr, sondern in einem anderen Theaterstück über deutsche Geschichte gibt es eine bedeutende Szene darin. In einer Kesselschlacht, die an Stalingrad erinnert, treten diese überlebensgroßen Nibelungen vor und die erschlagen sich nach und nach gegenseitig, weil sie gar nicht mehr so genau wissen, wofür eigentlich, wie sie heißt, lass deine Geige ausspielen, ich kenne deine Tricks, lass uns weichen, unsere Gesangsnummer schlägt auf ihn ein, reißt die Sohre alle und dann bewaffnen sie sich, schlagen sich gegenseitig in Stücke, jetzt sind es nur noch wir beide, einer zu viel, was muss passieren, schlagen einer den anderen, dann einen Augenblick Stille, auch der Schlachtenlärm hat aufgehört, dann kriechen die Leichenteile aufeinander zu, formieren sich mit Lärm aus Metall und so weiter und so weiter. Sie merken, da ist nicht mehr das Dramatische, ein einfaches Handlungsgeschehen, sondern ein spielerischer Umgang mit Versatzstücken und Sprachfetzen. Das lässt sich so ja nicht darstellen. Das muss eigens inszeniert werden. Ein hochfaszinierendes, eines der literarischsten Texte der Nachkriegsliteratur. Das würde ich in jedem Fall Ihnen raten, aber nicht ganz einfach zu lesen. In einem Interview äußerte Müller die Meinung, dass die Nibelungen der deutscheste aller Stoffe und noch immer deutsche Wirklichkeit seien, noch immer würden sie in Deutschland gespielt. Er sah darin einen geschichtlichen Wiederholungszwang. Er meinte, die Deutschen ziehen immer wieder nach Stalingrad, wie sie in das Ätzelgemetzel gezogen sind, gehen sie eben auch nach Stalingrad, in den Osten hinein. Die Parallele ist schon bemerkenswert. Es ist also ein neuer Vorgang. Nicht mehr die Figuren werden vorbildlich gesehen, die sind ja hier noch reine Abziehbilder, sondern die Handlung ist präfigurieren. Das ist fast schon eine mythische Handlung. Die Deutschen können gar nicht anders, als in den Untergang zu ziehen. Die Handlung wird auf einmal als besonders deutsch verstanden. Wir haben Versatzstücke im Nachkriegstheater. Ich will nur ein Bild zeigen hier von einer Aufführung in Hamburg, aber überspringe das jetzt weiter und deute nur an, dass bis heute die Nibelungen auf der Bühne sind. Seit 2002 haben wir in Worms jedes Jahr ein großes Nibelungenfestspiel, meistens sogar mit eigens geschriebenen neuen Dramen. Und alles in allem erkennen Sie an diesen Texten einen fast schon widersprüchlichen Hang. Einerseits etwas geradezu Heiteres, Fröhliches, Beliebiges oder Unterhaltsames und andererseits einen schweren, bedeutungsschwangeren Stil. Düster, bedrohlich, tödlich müssen dann die Nibelungen sein, einfach um der Erwartungshaltung zu genügen. Hier ein Zitat aus einer Rezension eines Theaterstücks. Also ein paar Gedanken bräuchte der Text schon und eine Sprache, die sich von den Hobbyquellern in Worms abhebt. Und er braucht sowas wie Tiefe. Und es muss ja kein Deutscher sein. Ja? Warum denn eigentlich? Warum braucht so ein Text Tiefe? Brauchen die Zwerge oder die Elfen? Braucht Tolkien Tiefe? Ich weiß nicht. Die Nibelungen brauchen es offenbar. Stalingrad wird zum Mythos, das das grundlegende Alphabet der Nation bildet, noch bei Müller. Hier findet etwas anderes statt. Allein schon, weil es sich um unser Lied handelt, muss es ein gewichtiger Stoff sein. Von einer Tiefe ist im Nibelungenlied aber nicht zu sehen. Die heutige Rezeption unterstellt dem Stoff eine gedankliche Tiefe, die dem mittelalterlichen Zeugnis fremd ist. Zugrunde liegt ein Zirkelschluss. Der Text wird als Nationalepos aufgefasst, weil er auch heute noch etwas zu sagen habe und als Nationalepos muss er dann auch noch heute etwas zu sagen haben.
Dagegen wird im Nibelungenlied die katastrophalen Ereignisse genauso wie die Figuren zwar als herausragend konstruiert, gleich am Anfang, der ist ein toller Held, der ist ein toller Held, der ist ein toller Held, doch die moderne Zuschreibung von Bedeutsamkeit ist dem Epos fremd. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus einer modernen Inszenierung, was Sie als Theater immer häufiger machen, sind Trailer, Trailer Ihrer Inszenierung, toll, dann weiß man schon vorher, ob man reingehen muss oder nicht. Ja, ach, Sie sehen es wieder leider nur so halb. Gefährlich, diese Musik. Was kommt da? Oh, der guckt nach oben. Der hat was. Die weiß nicht so ganz genau, was ist. Der raucht hier eine Zigarre und hat die Sachlage im Griff. Noch ist sie heiter. So, so. Ja. Ja, stimmt. Aber was heißt das eigentlich? Habe ich jetzt nicht verstanden. Dann ziehen wir mal ein Schwert, weil es hat ja auch irgendwas mit Gewalt zu tun. Schwert und dann gleich eine Ohrfeige. Oh, jetzt habe ich nicht zugehört. Entschuldigung, was hast du? Hast du mich nicht verstanden? Aber hier gibt es ja Nebel. Nebel ist also ganz bedrohlich, nicht? Da weiß man ja gar nicht, was hier so vor sich geht. Und Autsch. Das ist ja Blut. Gefährlich. Also wenn das mal nicht übel enden wird. Ach so, da haben wir jetzt Blut, das ist aber, das ist aber ekelhaft. Eieiei, das wieder aus den Kleidern geht, weiß jetzt auch nicht. Sie sehen, worauf ich hinaus will. Entschuldigung, dass ich Ihnen alles dazwischen gequatscht habe. Ich will Ihnen nicht, dass Sie auf diesen Pathos auf den Leim gehen, der hier drin steckt, der offenkundig mit den Nibelungen verbunden wird. Das ist jetzt etwa 10 Jahre alt. Sie finden auch noch Sachen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Das Theater formiert sich ja jetzt gerade ganz spannend neu. Wir finden ja also altbekannte Versatzstücke wieder. Man kann auch hier zeitlich differenzieren. Bis etwa in die 1990er Jahre hinein werden die Nibelungen automatisch mit ihrer Vereinnahmung im Faschismus in Verbindung gebracht. Der Stoff wird zum Spielplatz, auf dem man sich mit deutscher Geschichte und deutscher Identität beschäftigen soll und auf dem man den gesellschaftlichen Umgang mit beiden darzustellen versucht. Heutzutage ist davon übrig das Feuer und das Blut, das ursprünglich im Nibelungen-Stalingrad-Kessel überall verteilt war. Das heißt, man zeigt dieselben Bilder wie etwa bei Heiner Müller, hat sie aber rausgerissen aus diesem deutschen Kontext und geht entspannt mit dem Deutschen um, mit den Themen Nation und Geschichte. Entspannt, so sollen wir enden. Ich kehre mal in den Odenwald zurück. Und das ist vielleicht das Schönste, unsere Exkursion war dann, dass wir endeten in einer Molkerei. Und auf dem Nibelungensteig musste natürlich auch eine Käseverkostung sein. Das verbinde ich nicht sonderlich viel mit Käse und dem mit dem Odenwald, aber ich kam in die Molkerei und dachte, na, meinst du, ist es da? Meinst du, ist es da? Natürlich war es da. Natürlich war der Nibelungenkäse da. Und das will ich natürlich nicht so brutal sein, Ihnen kurz vor Mittag, wenn Sie schon denken, es ist aber der Busch da gewesen und ich dachte schon die ganze Zeit ans Henkelchen und der kommt in den Nibelungenkäse, so brutal sein, Ihnen das nur vorzuführen, konnte ich natürlich nicht anders und will Ihnen das nicht vorenthalten und habe Ihnen mal eine Kostprobe vom Nibelungenkäse mitgebracht. Also bedienen Sie sich, ich sprach ja anfangs von Handouts, ich sagte ja nicht, dass die Handouts aus Papier sein müssen. Also, es ist jetzt eine... dass man sich die Nibelungen vereinleiben kann und voll und ganz in sie aufnehmen. Besser können Sie das Semester eigentlich nicht. Kommen wir hier hoch, sonst kriegen Sie am Ende gar nichts mehr von dem ab, nicht? Wenn Sie schon so schlimm ganz hinten sitzen müssen. Das ist also der Nibelungenkäse. Ach, irgendwie passt es auch ganz gut zur ganzen Vorlesung, nicht? So ein Käse, der am Schluss steht. Was ist die Take-Home-Message? Bleiben wir bei 4 Begriffen. Sinnunterstellung, also man unterstellt dem Nibelungenlied einen Sinn, der im Text nicht zu finden ist, gegen der Konstruktion des Textes. Zweitens, Historisierung. Man unterstellt also dem Nibelungenlied eine historische Kontinuität, die weit vor die Entstehung des Textes geht und weit nach dem Text zu finden ist, also von den Germanen bis heute. Drittens, Isolierung. Man reißt also von diesen wunderbaren Bildern, von dieser
faszinierenden Konstruktion des ursprünglichen Textes, dessen Lektüre sich nun tatsächlich sehr lohnt, reißt man einzelne Bilder heraus, isoliert sie von ihrem Kontext und viertens, und damit kann man die Vorlesung dann wahrscheinlich vollends beenden, Popularisierung. Es ist darauf angelegt, immer wieder mit der Brechstange ist es darauf angelegt, es muss doch bedeutsam, es muss doch wichtig sein, es muss doch für uns alles, es muss für das Volk da sein. Es ist eben nichts, wo nicht ein Text, wo man sagen würde, ja, ist jetzt vielleicht von den Straßburger Gottesfreunden, das werden es nicht alle Menschen, Ruhlmann, Meerswien lesen wollen, muss vielleicht auch nicht sein. Aber das muss man doch gelesen haben. Popularisierung also von allen und es hat Beachtung gefunden, in jederlei Hinsicht. Soweit bis hierhin. Leider habe ich jetzt doch zu lange gequatscht, oder wir haben zu lange gequatscht und der Technikaufbau war zu kompliziert. Eine Viertelstunde haben wir aber noch für die Diskussion. Soweit erstmal herzlichen Dank.